So. Einfach mal habe ich Musik im Hintergrund an. Sonst geht mein Dings noch aus, mein PC. So. Senna seems to be a bit broken, by the way. Okay, der hat schon 53 So. Wir sind jetzt mal stehen geblieben hier und sollten mit ihr reden. Dass du es durch die Naturzone geschafft hast, ist ein gutes Zeichen. Aber weißt du auch noch, was dein Ziel in Engine City ist? Die Arena Challenge, weiß ich auch noch. Genau, als nächstes sollst du zur Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Sie findet morgen in Engine Station statt. Nutze einfach den Lift am Ende der Straße, um zum Stadion zu kommen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde mir in der Zwischenzeit mal die Boutique ansehen, wenn ich schon mal hier bin. Vergiss ja nicht, dich im Stadion anzumelden. Bis später. Ich finde es toll, dass es hier einen Ort gibt, an dem mein Frohbeiler ein wenig verschnaufen kann. Vielleicht sollte ich mir auch einen Schluck aus den Wasserspendern hier gönnen. Ich wette, hat jemand reingepisst. Also würde ich nicht machen. Was machen wir hier? Ein Kaffee? Hutut! Jo. So, was ist mit ihm? Hutut mag bittere Sachen, aber ich habe eher eine Vorliebe für Süßes. Tja, Gegensätze ziehen sich an, ne? Pass nur auf, dass du nicht komische Sachen mit deinem Vogel machst. Dann bist du nämlich ein komischer Vogel. Dark Boy, direkt hier. Nice, hi. Hast du Leons Umhang gesehen? Er ist ja toll, dass er. Was? Es ist ja toll, dass er so viele Sponsoren hat. Aber besonders modisch sehen die viele Logos nicht aus. Wenn man an der Arena Challenge teilnimmt, kann man in Gala sogar zum Star werden. Der Kaffee heute schmeckt echt gut. Da haben die Pokémon aber gute Arbeit geleistet. Mein Freund ist ein großer Fan von Kabu. Er sammelt alle seine Liga-Karten. Kabu ist der Beste. Er ist zwar älter als mein Papa, hat's aber immer noch drauf. Nicht so wie mein Papa. Ich wünsche mir, dass er noch Arena-Leiter ist, wenn ich mal an der Arena-Challenge teilnehme. Was ist das denn für ein Pokémon? Das ist einfach ein Kaffee-Pokémon, nice. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du, gibt es Belohnung für etwas Süßes auf Kosten des Hauses. Na, willst du mal probieren? Natürlich. Aber nichts wie los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Barista Jim fordert dich heraus. Body Let's go. Kampf. Du kriegst eine Aqua. Level 10. Okay. Das ist nicht besonders stark, du. Aber bin ich auch Level 10. Kann das sein? Nee. War Level 20. Lass dir diesen Sieg auf die Zunge zergehen. Gewinnt 800 Pokédollar. Wie geht's? Mir geht's ganz gut. Bin noch ein bisschen müde, weil gerade erst aufgestanden. Gestern noch ein bisschen länger gemacht, sag ich mal. Und selbst? Der Kampf war so exquisit wie eine Tasse Eneko-Kakao. Hier kommt das süße Vergnügen, das ich dir versprochen hatte. Marmoria-Cracker. Eine berühmte Knabberei aus Marmoria City behebt alle Statusprobleme eines Pokémon. Freuen Sie schon auf deinen nächsten Besuch. Okay, hier komme ich nicht weiter. Sonst gibt es hier nichts mehr. Aber gut, da ist gut zu hören. Bist du mit deinem Pokédex beschäftigt, wie? Da habe ich einen Tipp für dich. In der Naturzone triffst du auf die unterschiedlichsten Pokémon. Ja, danke, weiß ich schon. Da habe ich mich gefühlt 80% meiner Pokémon gefangen. Wie nennst du ein nächstes Pokémon? Kommt drauf an, was ich für ein Pokémon bekomme, ne? Ich versuche die immer nach dem Aussehen oder nach dem Namen zu benennen, wie Pokémon draußen. Sieh an, ein Pokémon-Trainer. Ich habe ja was für dich. Werde das doch mal auf eins der Pokémon an. Energiefokus. TP heißt.
vom TP, heißen die ja nicht mehr TM? Technische Platten, kurz TPs, sind echte Antiquitäten, mit denen man Pokémon selten Attacken beibringen kann. Dass sie nach einem einmaligen Gebrauch schon reif für die Mülltonne sind, steigert dabei sogar noch den Nostalgiefaktor. Cool, es gibt TMs und TPs, und TPs sind so wie alte Schallplatten. Ja, hier gibt es aber alle möglichen Arten von Shops. Ne? Okay. Gucken wir erstmal, ob wir auch in diesen Schallplattenladen reinkommen. Ich glaube. Ne, schade, leider nicht. Wenn dir kein Name einfällt. Gucken. Gucken. Dieser Briefkasten, was? Dieser Briefkasten wird regelmäßig von Pokémon geleert. Ich bringe immer meinen Blumenstrauß mit nach Hause, egal ob es sich um einen gewöhnlichen Tag oder einen besonderen Anlass handelt. Mein Pokémon liebt den Duft frischer Blumen einfach über alles. Bei der Blumenzucht verwenden wir die Pokémon-Attacke Wachstum. Daher kommt die beachtliche Größe unserer Pflanzen. Gut, also du verkaufst Blumen. Oh, erstmal zum Friseur. Klippti! Brühe doch einfach mal einen Haarschnitt aus, von dem du dachtest, dass er dir nicht steht. Manchmal entdeckt man so einen völlig neuen Stil für sich. Was spielst du im nächsten Stream? Wahrscheinlich Pokémon. Bis ich's durch habe, ne? Oder bis ich keine Lust mehr habe. Wer die Welt verändern will, der muss bei sich selbst anfangen. Und der erste Schritt zum neuen Ich kann auch ein frischer Haarschnitt sein. Herzlich willkommen, was können wir für dich tun? Make-up oder Haare? Einmal Haare machen, bitte. Und bitte, nimm bitte Platz. Gut, was soll es denn heute sein? Wir holen uns... Mittellang und gewellt. Hm. Seitenscheide, Undercut. Topfhaarschnitt. Mittellang und glatt. Oh, ich kann auch Farben ändern. Gib mir mal grün. Nee, dunkelbraun. Ich glaube, ich nehme mal mittellang und glatt. Und dann irgendeine Farbe, die mir gefällt. Dunkelbraun ist eigentlich immer schön. So. Ich spiele Minecraft. So, hättest du es also gern? Ja, bitte. Dann kümmere ich mich nochmal um deine Frisur. Sieht klasse aus, oder? Möchtest du deine Kopfbedeckung wieder aufsetzen? Ja. Alles klar. Das sieht natürlich auch schick aus. Willst du deine Liga-Karte aktualisieren? Natürlich. Wir freuen uns auf deinen ersten Besuch. Guck mal, jetzt sehe ich aus wie so ein Emo-Teenie. Nice. Wieso habe ich eine Krone im Chat? Bin ich Mod? Nee, du hast einfach nur Twitch Prime. Wenn du Mod wärst, hättest du so ein Schild, Schwert neben dir. Sieht jetzt aus wie ein Black Sheep. Ja, naja, guck mal. Also, wenn ich wie Black Sheep aussehen würde, ne, dann müsste ich ja so groß wie das Kind hier sein, ne? Oh, ich hab Blumen-Pokémon total gern! Passt halt von der Körpergröße nicht, aber sonst perfekt eigentlich, ja. Okay, da ist kein Item mehr. Ich rede mal mit den alten Leuten hier. Das Kaufverhalten eines Menschen verrät sehr viel über dessen Persönlichkeit. Mein Mann zum Beispiel, tja, der macht sich überhaupt keine Gedanken beim Einkaufen. Okay, stimmt, Oberarme zu dick bei deinem Charakter. Hast du auch recht. Mode kennt kein Alter. Ob jung oder alt, jeder kann tragen, was ihm gefällt, finde ich. Da ist übrigens wieder die Dingsdose. Ich guck mal, ob ich gerade online bin. Nee. Erstmal wieder eine Online-Verbindung herstellen. So. Junge hergestellt. Zaubertausch. Nee. Zack, 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 zack. Mal um jeden zu sagen. Die Klamotten, die ich mag, stehen mir nicht. Und andersrum genauso. Ich wollte nicht mit ihr reden, ich wollte mit ihr reden. Ich suche etwas, womit ich in der Naturzone auffalle. Dann nimm dieses pinke Kleid.
Dann sieht ich ihn, obwohl das schon fast oh, Purple hier. Ne? Lila. Ich bin auf Wunsch meiner Großmutter zu dieser Reise aufgebrochen, aber ich möchte dabei auch ein bisschen Spaß haben. Bist du auch gerade am Shoppen? Vergiss bloß nicht, beim Arena-Stadion vorbeizuschauen, ja? Willkommen in unserer Boutique. Okay, hier gibt es schöne, schöne Pullis. Ja, die kosten halt alle auch sattig Geld, ne? Und die kenne ich halt. Ich habe halt mein schönes Potrot-T-Shirt. Das möchte ich eigentlich schon behalten. Socken habe ich auch noch nicht. Warum gibt es denn hier so Socken mit Mustern? Kurze Sportsocken. Nehmen wir mal das. Passt zu dem Ding, was wir auf dem Kopf haben. Ja, ja, komm, zieh mal an. Okay, die Schuhe nicht. Was habe ich momentan für eine Tasche? Ah, so ein Muster. Boah, nee, 11.000, nee. Sind wir mal auf der PS4, zum Beispiel Persona 5. Ich habe zwar eine PS4, aber Persona 5 nicht. Und weil ich mir das Spiel schon angeguckt habe, ist das, glaube ich, nicht mehr so spannend für mich. Ja, die Brillen sind auch alle nicht so cool. Ja, machen wir mal so. Aber ich kann auf jeden Fall auf der PS4 mal streamen. Je nachdem, wenn ich Lust auf ein Spiel habe. Ich habe den ganzen weiten Weg aus Alola auf mich genommen, um die Arena Challenge hautnah mitzuerleben. Oh. Aber ich kenne Persona. Gerade die Musik in Persona 5 ist sehr gut. Obwohl ich die Musik aus Persona 3 noch cooler finde. Liga-Präsident Rose liegt sehr viel an Galas Wohlergehen. Er garantiert nicht nur für die Energieversorgung hier in der Region, sondern unterstützt auch die Arena Challenge nach Kräften. Haben wir hier noch einen Shop? Ja. Hier, ich schenke dir diese Top-Ohrenstöpsel. Oh, Top-Ohrenstöpsel. Mit diesen rätselhaften Ohrenstöpseln kann man die Lautstärke verschiedener Geräuschquellen regulieren. Wenn du sie nach dem Lautstärke steckst, hörst du zum Beispiel keine Pokémon-Rufe mehr. Mit ihnen kannst du die Geräuschkulisse um dich herum nach Lust und Laune ein- und ausblenden. Wenn das nicht mal top ist. Streams mal Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Habe ich schon gemacht. Aber dann kam jetzt Pokémon. Also ich habe schon ein Video, glaube ich, oder so auf YouTube oder in meinen vergangenen Streams. Da habe ich Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen gespielt. Aber danach nicht mehr. Wenn ich wieder Lust aufs Spiel habe, dann auf jeden Fall. Glurak! Puh, ohne dich würde ich den Weg zum Stadion nie finden, Glurak. Mein Orientierungssinn lässt echt zu wünschen übrig. Wie konnte ich nur diesen riesigen Lift übersehen? Oh, hallo Sean. Wie ich sehe, hast du bereits ordentlich an deinen Fähigkeiten als Trainer gefeilt. Es war also die richtige Entscheidung, dir einen Empfehlungsbrief ausgestellt zu haben. Puh. Ich habe da etwas, was du sicher gut gebrauchen kannst. Hier, gib das einen Pokémon zum Tragen. Fiole Zauberwasser. Ein Item zum Tragen, ein tränenförmiger Edelstein, der Attacken von Typ Wasser verstärkt. Oh, sehr gut, das geht direkt meinem Starter. Du bist fast da. Wenn du den Lift hier nimmst, kannst du das Engine-Stadion gar nicht verfehlen. Danke. Erstmal gebe ich, wie er schon gesagt hat, meinem Pokémon ein Item. Außenbeutel. Und zwar, Ausrüstungsgegenstände sind das hier? Nee. Wo ist denn das Item? Nee, nee, nee. Da, Zauberwasser. Geben. Zwischen steigt der Dynamax Level 1 Pokémon am Einschub an. Dies erhöht seine KP nach der Dynamaximierung. Ein Bonbon, das voller Energie steckt, beim Verzehr erhält das Pokémon regelmäßig an Erfahrungspunkten.
Okay. Einsetzen. Boah. Und noch das letzte, dann sind wir Level 23 schon. Krass. Krass, wie viel diese Bonbons geben. So, aber warum geht ein ganzes Level ab? Energiefokus wollte ich keinem beibringen. Und sonst. Ja. So, ich habe auch schon gesehen, dass unser Zaubertausch wieder abgeschlossen wurde. Gucken, was wir bekommen. Und wir kriegen. Oh, das Pokémon kenne ich noch gar nicht. Roly Coly. Cool, ich bin Roly Coly. Direkt einen Pokédex-Eintrag bekommen. Klonkett heißt das Ding, okay. Es wurde ca. 400 Jahren in der Kohlemine entdeckt. Sein Körper besteht fast aus denselben Komponenten wie Steinkohle. So. Aber. Es wird wieder weggetauscht. So. Zack, zack, zack. Bevor wir mal nach oben gehen, gucke ich mir die Stadt nochmal genauer an, weil ich konnte noch nach links und rechts. Na, obwohl. Ich gehe mal wirklich zur Real-Challenge. Oh, der Lift ist aber schnell. Das sah gefährlich aus. Oh, Zaubertausch. Wow. Ein Carpador. Mann, Mann. So. Wird wieder getauscht. Ne? Komm, hier. Carpador. So, was haben wir denn hier alles? Ah, das Engine-Stadion, der Schauplatz der Eröffnungszeremonie. Auf die Schaukämpfe freue ich mich auch schon sehr. Was haben wir hier rechts? Oh, ein Maskottchen. Oh nein, ich bin zu weit reingerannt. Ach, da bist du ja. Das ist das Engine-Stadion. Hier wird die Eröffnungszeremonie abgehalten. Stell dir nur mal vor, die Eröffnungszeremonie schauen sich nicht nur unsere Mütter an, sondern unzählige Leute aus der ganzen Welt. Ich zittere schon total vor Nervosität. Ach, was rede ich? Das ist keine Nervosität. Das ist pures Adrenalin. Ich bin so aufgeregt. Jetzt wird rangeklotzt schon. Die ganze Welt soll unseren Namen kennen. Gut, ich wollte eigentlich mit ihm reden hier. Tada! Du bist nicht. Was? Du bist ja nicht so schade, auch einen Pokéball wie mich anzusprechen? Dafür will ich dir was Feines geben. Einen Pokéball! Ach, übrigens, mal so unter uns. Ich bin in Wahrheit gar kein Pokéball. Da bist du baff, wie? Hast du eine Idee, wer ich bin? Also, ich verrat's dir. Man nennt mich Baludin. Ne, Balduin. Das Stadion ist groß genug, um deine maximierte Pokémon darin Kämpfe austragen zu lassen. Vor langer Zeit soll es mal ein gigantisches Stadion ganz aus Stein gegeben haben. Die Liga-Angestellten sorgen dafür, dass die diversen Kämpfe bei der Arena-Challenge alle reibungslos über die Bühne gehen. Alle Teilnehmer der Arena-Challenge sind herzlich eingeladen, die Nacht in Knospi Inn zu verbringen. So, bevor wir reingehen, geheime Items wiederfinden. Gib mir. 3 Feuerheiler. Oh. Will uns damit jemand etwa sagen, dass wir gegen Feuer-Pokémon gleich in der Arena-Challenge kämpfen? Ich glaube schon. Und hier gibt's doch bestimmt auch was, oder? Gibt's kein Item? Boah. Dann gehen wir mal ins Stadion. So. Oh, hier sind wieder viele Leute, mit denen wir reden müssen. Wow, schau dich mal um. Überall Arena-Challenger, egal wo man hier hinsieht. Gegen alle die müssen wir uns also durchsetzen. Komm, melden wir uns an.
Ich glaube, das ist wie eine alte Oma, es sieht aus wie ein arroganter Typ. Aber von hinten sah er aus wie eine alte Oma. Was geht mit dem ab? Ja, seid ihr zwei hier, um euch anzumelden? Dann zeigt mir bitte eure Empfehlungsbriefe. Eine Empfehlung von Champ persönlich? Sowas sehe ich zum ersten Mal. Mein Empfehlungsbrief stammt auch von Champ. Wie bitte? Dylan hat euch beide als Teilnehmer an der Arena Challenge empfohlen? Da müsst ihr wirklich großes Talent haben. Scharf beobachtet, mein Name ist Hopp. Von vor ihnen steht Dileons kleiner Bruder. Ich trete in seine Fußstapfen und werde der neue Champ. Wie? Wo? Was? Wow! Einen Moment bitte. In Ordnung, ich habe euch beide angemeldet. Jetzt müsstet ihr euch bitte nur noch eine Trikotnummer aussuchen. Ihr habt Freiwahl. So, Trikotnummer ist 187. Du hast dich also für die 187 entschieden. Gut, das trage ich sofort ein. Da bitte immer dieses Challenge-Band, damit alle wissen, dass du ein Arena-Challenger bist. Die Eröffnungszeremonie der Arena-Challenge findet morgen in diesem Stadion statt. Alle Teilnehmer dürfen kostenlos im Knospi Inn übernachten. Das Hotel befindet sich ganz in der Nähe. Wow, der Präsident der Pokémon-Liga hat sich nicht lumpen lassen, was? Los, komm, checken wir am besten gleich ins Knospi Inn ein. Oh, Tausch ist wieder abgeschlossen worden. Ein leckeres Eis. Aber ich habe schon ein Eis, das Leandros heißt. Ich bin übrigens der Reime-King. Der Reime-König. Gelatini Level 9. Ja, ein Zaubertausch wird durchgeführt. Tschüss. So, reden wir mit den Leuten hier. Was haben wir denn hier? Die Eröffnungszeremonie der Arena Challenge. Meine Familie klebt dann sicher am Fernseher. Vielleicht sollte ich noch einmal im Spiegel checken, ob meine Frisur richtig sitzt. Oh. Die Twins? Ah, mit denen kann man noch nicht mehr reden. Na? Meine Empfehlung stammt vom Liga-Präsidenten höchstpersönlich. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, ich gehöre zur absoluten Elite. Also geh mir aus den Augen und verschwende nicht länger meine kostbare Zeit. Ich glaube, das wird der letzte Gegner oder unser Rivale. Rieche ich irgendwie. Hey, hast du schon gehört, dass bei diesem Turnier auch Trainer mitmachen, die eine Empfehlung von Champ und Rose haben? Ja. Ich und der Typ da wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Rose der Präsident. Als Arena Challenger sollten wir einfach alles aus uns rausholen. Du machst vielleicht große Augen. Ich wette, das ist dein erster Besuch in der Großstadt. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Ich bin nämlich auch ein Landei. Die sieht irgendwie... Hälfte ihrer Dingens fehlt einfach. Und ihr Pokémon sieht genauso aus wie sie. Auch wenn so viele Teilnehmer sind, wenn es so viele Teilnehmer sind, werden sich nur wenige bis zum Ende durchsetzen. Okay, mit wahrscheinlich wieder nicht reden. Was mit dir? Ich bin wegen der Eröffnungszeremonie so nervös, ich kann gar nicht aufhören zu zittern. Und meine Pokémon in ihren Bällen, die platzen geradezu vor Tatendrang. So. Erstmal wieder schön tauschen. So. Wieder. Was haben wir jetzt gerade bekommen? Habe ich gar nicht gesehen. Ah, Ein Kamehubs aus Japan. So. Raus hier. Raus hier und ab in das Inn. Ah. Du bist der Challenger Sean, hä? Zu Knospien geht's hier entlang, wenn du mir bitte folgen würdest.
Dann ab zum Knospi Inn. Dies ist das Knospi Inn schon. Tritt ein und ruh dich gut aus. Du wirst all deine Kräfte brauchen. Was soll ich denn zu sagen? Mein Lieblingsmensch ist der Champ. Und mein Lieblingswort lautet der, die, das Allerbeste. Da ist jemand ein großer Fan vom Champ. Ach, guck mal, wer der ist. Oh, hi Kids! Wie es aussieht, habt ihr die Anmeldung schon mal erfolgreich erledigt. Hey Sanja, was machst du denn in diesem Hotel? Ich stelle Nachforschungen über das rätselhafte Pokémon aus dem Schwarzwald an. Ich dachte mir, dass es vielleicht irgendwie mit der Legende der Gala-Region zusammenhängt. Wo ihr schon mal da seid, können wir uns auch gleich zusammen den Kopf zerbrechen. Diese Statue? Wer soll das sein? Das ist der Held, der Überlieferungen zufolge einst die Gala-Region gerettet hat. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, erzähle ich euch gern seine Geschichte. Habt ihr Interesse? Kurz fassen bitte. Vor langer, langer Zeit erschien am Himmel von Gala ein schwarzer Wirbel. Die Leute nannten ihn die finstere Nacht. Gleichzeitig tauchten überall gigantische Pokémon auf, die die Region unsicher machten. Doch dann erschien ein tapferer Jüngling. Gewappnet mit Schwert und Schild bot er ihnen die Stirn, bis er sie bezwungen hatte. Diese Statue stellt angeblich jenen heldenhaften Jüngling aus der Legende dar. Wow, das klingt, als wäre dieser Held ungefähr so stark gewesen wie mein Bruder. Wenn du herausfinden willst, was hinter dem Schwert, dem Schild und dem Wirbel steckt, hast du auf jeden Fall eine Menge Arbeit vor dir. Sanja schafft das schon. Danke, ja, ich krieg das schon irgendwie hin. Irgendwie glaube ich, eine heiße Spur zu finden. Sag mal, sollt ihr nicht langsam einchecken, wenn ihr hier übernachten wollt? An der Rezeption schien ziemlich viel los zu sein. Stimmt, müssen wir noch einchecken. Wenn uns irgendwie irgendwelche Infos unterkommen, sagen wir dir sofort Bescheid, Sanja. Die Schnelle ist erste Sanja. Was ist denn mit diesem Typen los? So kann ich nicht einchecken. Hallo? Ole, 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 ole. Meine Kollegen von Team Yell und ich sind extra angereist, um unseren Lieblingstrainer bei der Räder-Challenge anzufeuern. Wenn du uns dabei in die Quere kommst, müssen wir leider deine Pokémon platt machen. Mal sehen, wer hier wen platt macht, Junge. Du legst echt drauf an, was? Wie du willst. Ich hab dich gewarnt. Team Yell besteht nur aus echten Fans. Und echte Fans schrecken vor nichts zurück, um ihren Star zum Sieg zu verhelfen. Das wirst du gleich sehen. Ah. Team Yell, aka die Hooligans, hm? Ja, die Musik ist schon... passt. Er wackelt mit dem Kopf. Ich komme nicht klar. So, erstmal eine Aquawelle. Tschüss, Zickzacks. Tschüss. Jetzt breche ich einen Streit vom Zaun und dann verliere ich ihn auch noch. Was eine Blamage. Oh, und er hat mir sein Taschengeld gegeben. Nice. Hey Leute, das schreit nach einer Revanche. Zeigt ihm, was die mir immer zusammenhält. Geht klar, Kumpel. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, in einer Hotellobby zu kämpfen? Das ist einfach Team Hooligan. Anscheinend. Die sollen wohl Hooligans darstellen und Stoff mir eben auch schon eine Trikotnummer aussuchen soll. Das ist alles so Fußball-based, schon lustig.
Aquawelle, Mann, Level 23 gegen Level 9. Das könnte schwer werden. Übrigens habe ich 69 KP auf meinem Pokémon. Nice. Ich habe auch nicht eben 10 Sonderbonbons auf meinen Starter gemacht oder so gefühlt. Also so EP-Bonbons. Die geben nicht ein ganzes Level, aber so ein bisschen. Sorry, diese Schickimicki-Atmosphäre hier hat mir voll der Turn vernebelt, ey. Ich sag's dir. Oh, ich fühle mich in diesen Nobelschuppen einfach nicht wohl, sonst hätte ich nie verloren. Was ist das für ein Lärm schon? Ich dachte, du willst nur einchecken. Moment mal. Hast du etwa die ganze Zeit gekämpft? Das rieche ich doch. Keine schlechte Idee, pass auf. Ich steig mit ein. Das ist bestimmt ein gutes Training. Aber vorher heile ich noch deine Pokémon. Ja, als ob ich gegen Level 9 und Level 10er Pokémon so Probleme hatte, dass, dass ich geheilt werden musste. Vor euch steht Areda Challenger Hop, der nächste Champ der Gala-Region. Los geht's. Jetzt heißt es 2 gegen 2. Oh, und die feuern ihre Boys an. Sehr gut. Wenn wir mit euch fertig sind, jubeln wir. Ole. Ihr wimmert dann maximal noch. Oh, nee. Mann, die machen so gute Witze wie ich. Nimm mal mich. Okay, ich wechsle dich ein. Gucken. So. Welches Level sind denn die von meinem... Ach, cool. Ich bin minimal überlevelt. Deswegen wird Leandros eingewechselt. Dann haben wir ja even game hier. Ruckzucki. Stammpauke. Oh no. Was singt? Spezialangriff. Ah, das ist nicht gut. So. Machen wir mal einen schönen Eissturm auf die beiden. Ich glaube, die Fuchs setzt Ruckzucki ein. Wolli setzt Decke ein. Piu. Und jetzt kommt mein Eissturm. Oh. Hat wohl einmal so wenig Schaden gemacht. Und Initiative sinkt von den beiden. Silberblick. So, Kampf. Dann machen wir nochmal Eissturm. Dann sollten sie weg sein. Ich glaube, die Fuchs setzt auch so viel wieder ein auf Wolli. Wolli setzt Tackle ein auf Kleptifuchs. Oh, Kleptifuchs ist schon weg. Und der Eissturm. Ah nein, verdammt, ich habe verfehlt. Nochmal Eissturm. Eissturm! So, haben wir gewonnen. Ui. So eine Niederlage macht mich traurig. Und wenn ich traurig bin, kann ich niemanden anfeuern. Du hast übrigens die Tür aufgelassen. Auf der Klette. Da wollte ich doch eigentlich nur die Öffnungszeremonie anschauen. Oh, viel Geld bekommen. Nice. Jetzt habt ihr allen Grund zum Jubeln. Und wir kommen, wir können nur leise wimmern. So. Hey, was ist denn hier los? Ach, das ist die, die wir eben gesehen haben mit ihrem Halb-Halb-Pokémon. Miss Mary? Wir, also... Ich verstehe, dass ihr den anderen Arena-Challengern auf Kriegsfuß steht. Aber müsst ihr wirklich so grob mit ihnen umgehen? Nehmt es diesen Haufen bitte nicht übel. Das sind meine Fans. Sie nennen sich Team Yell und feuern mich bei der Rare Challenge an. Aber wie es aussieht, übertreiben sie das mit dem Unterstützen ein bisschen. Hoffe, du lädst mich hoch. Ja, du kriegst ja nebenbei EP. na los, ab mit euch. Geht nach Hause. Team Yell will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie andere Arena-Challenger oft etwas rabiat.
Tut mir echt leid, wenn sie euch Schwierigkeiten bereitet haben. Ah, du bist also auch Arena Challenger. Und du hast schon deinen eigenen Fanclub. Mann, da werde ich glatt neidisch. Vielen Dank, dass du die Typen von Team YL vertrieben hast. Jetzt komme ich endlich an die Rezeption, um einzuchecken. Okay, die reden nicht. Team YL will um jeden Preis, dass ich gewinne. Deshalb behandeln sie anderen Challenger etwas royal. Tut mir echt leid, okay, hast du eben schon gesagt. Und sprich mit dem Mann am Schalter, wenn du einchecken willst. Ja. Oh. Guten Abend und herzlich willkommen in Knospien. Du bist ein Real Challenger, nicht wahr? Ja. Ah, du bist schon, richtig? Die Liga hat bereits ein Zimmer für dich reserviert. Ich möchte mich auch noch aufrichtig für deine Hilfe vorhin bedanken. Das war eine äußerst unangenehme Situation. Ich wünsche dir eine geruhsame Nacht und einen angenehmen Aufenthalt in unserem Hotel. Hättest mir auch ein bisschen Trinkgeld geben können, Junge. Am nächsten Morgen. Guten Morgen. Ab heute wird es endlich ernst. Dieser Tag wird ein wichtiges Kapitel in der Legende von Hopp. Komm schon. Machen wir ein Wettrennen bis zum Engine Stadion. Let's go. Und er hat schon wieder komplett abgezicht. Ja. Bla bla. Reden wir mit ihr nochmal. Bei vielen Schönen wird auch langsam Zeit. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Den Sieg werde nämlich ich nach Hause tragen. Wer ist das? Pecco? Wait, das jetzt fällt mir gerade auf, das Ding ist einfach nur wieder ein Pikachu-Abklatsch, kann das sein? Ah. Die Öffnungszeremonie beginnt bald, Arena Challenger. Soll ich dich zum Arena-Stadion führen? Ja, bitte. Ich bin da nicht alleine hin. Gut, dann lass uns keine Zeit verlieren. Bitte folge mir. Da wären wir auch schon. Das Arena-Stadion. Viel Spaß bei der Eröffnungszeremonie. Oh, unser Zaubertausch ist abgeschlossen worden. Was kriegen wir? Ein Volley. Wulu. Ich glaube, so heißt Volley auf Englisch. Das Pokémon. So, Wulu. Du wirst wieder getauscht. So. Wir speichern einmal. Alter. Schon 5 Stunden und 20 Minuten gespielt. Ist schon krass, wie viel Zeit man in so ein Spiel relativ schnell reinstecken kann. Och, hier sind schon wieder so viele. Soll ich wieder mit allen reden? Ja. Ja, ich glaube, ich rede nur mit ihm nochmal und dann gehen wir weiter. Ich will sofort mit dem Kämpfen loslegen, damit ich endlich auch ein paar Fans bekomme. Du kriegst schon Fans. Du bist schon richtig. Bei der Veranstaltung, die Arena Challenge gehören, musst du deine Uniform tragen. Die Öffnungszeremonie ist quasi die erste Veranstaltung der Arena Challenge. Ich schlage vor, dass du dich jetzt umziehst. Oh, ich bin von allein gelaufen. Okay. So, mal gucken, wie mein Kostüm aussieht. Hast du die Zahl gesehen? Toll, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Und die Trikot Nummer 187 rundet das Gesamtbild wirklich elegant ab. Also gut, es ist soweit. Die Öffnungszeremonie der Arena Challenge beginnt gleich. Ich habe erst überlegt, 69 oder 31, aber 187 hat sich schon gepasst. Nicht so, wir spielen Fußball, Lennart. Wer ist denn die junge Dame? Meine Damen und Herren, ich bin Rose, der Präsident der Pokémon-Liga. Vielen Dank, dass Sie alle heute hier sind. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Der hat auch Arsch wie Geld, ne? Es ist meine Freunde, das größte Spektakel der Gala-Region zu öffnen. Die Arena-Challenge! Jawohl, die Arena-Challenge. Ihre Teilnehmer müssen sich gegen 8 Arena-Leiter behaupten. Nur wer sie besiegt und alle 8 Arena-Orden ergattert, darf dann am Champ-Cup teilnehmen.
Und hat somit die Ehre, sich deren allerbesten Pokémon-Trainer entgegenzustellen, dem Champ. Jetzt bitte ich um einen tollen Applaus für unsere Arena-Leiter. Und schon wieder falsch gescreenshottet. Läuft auf jeden Fall. Tada. Kommen jetzt alle Arena-Leiter raus oder nur der erste? Das ist ja auch ein bisschen komisch. Oh, jetzt kommen alle 8 raus. Das ist ein nicer Screenshot. Yaro, der fulminante Farmer und Experte im Umgang mit Pflanzen-Pokémon. Kate, die Sturmwelle und Meisterin der Wasser-Pokémon. Oh, die Beste. Der unauslöschliche Feuerveteran Kabu. Woo! Cider, das Wunderkind der Gala-Karate. Niemand kennt den Typ Kampf so gut wie sie. Papella, Meisterin fantastischen Theaters und fantastischer Feen-Pokémon. Der Gesteinsexperte und Felsenbrecher Mac. Let's go, Mac! Und der stärkste aller Arenaleiter, Roy, der Drachensturm. Aber dies sind die der ganze Stolz der Galerion, unserer Arenaleiter. Und hier kommt der 187er. Man kennt ihn. Das ist echt ein Fußballturnier. Das ist so dumm, ne? Ich musste meine Mütze auch abgeben am Tresen. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht. Vor ein paar Minuten standen wir mitten auf dem Kampfplatz eines echten Arena-Stadions. Ich zitter immer noch vor lauter Aufregung. Dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Na, ihr beiden, endlich ist es soweit, was? Sieh an, wenn das mal nicht die beiden Schützlinge des Champs sind. Darf ich mich vorstellen? Rose ist mein Name. Schön eure Bekanntschaft zu machen, so. Aber Moment, was sehen meine Augen da? Ihr habt ja schon eigene Dynamax-Bänder. Dann hat euch bestimmt ein Wunschstern heute hierher geführt. Die Technologie, die in euren Dynamax-Bändern steckt, wurde übrigens von meiner überragenden Firma entwickelt. Not to flex or anything, but I'm rich. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr erwartet uns eine besonders spannende Arena-Challenge. Sehr schön. Die Bewohner der Gala-Region werden übersprudeln vor Begeisterung. Die Arena-Challenge ist eine tolle Gelegenheit, um das Dynamax-Phänomen zur Schau zu stellen. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen. Ich habe nämlich noch einen dringenden Termin. Mach's gut. Geld macht sich nicht von allein. Ich muss los. Liga-Präsident Rose scheint ja wirklich bester Laune zu sein. Ja, heute kriegt er viel Geld, ne? Aber zurück zu euch. Hört gut zu, ihr zwei. Ihr habt erst vor kurzem damit begonnen, Pokémon zu trainieren. Das Wichtigste für euch ist es erstmal, dass ihr fleißig Erfahrungen sammelt. Steckt euch Ziele nicht für eure Pokémon, sondern für euch selbst. Lasst uns gleich angehen, Sean. Die Rennerleiter von Gala müssen in einer bestimmten Reihenfolge herausgefordert werden. Der erste von ihnen erwartet uns im Turffield. Da kommt man über Route 3 hin. Okay. Bei der Arena-Challenge geht es darum, die 8 Arena-Stadien von Gala nacheinander aufzusuchen. Dann ist es doch wie früher ähnlich gewesen. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt immer da alle Arena-Leiter plätten. Gala nacheinander aufzusuchen und sich ihre jeweiligen Arena-Orden zu erkämpfen. Um einen Arena-Orden zu erhalten, musst du die zugehörige Arena-Mission bestehen und im Anschluss den Leiter im Kampf bezwingen. Danke. Route 3. Wir sind gerade da. Das heißt, wir müssen nach links. Sean, Liga-Präsident Rose hat mich gebeten, dir dieses Geschenk zu überreichen. Warum hat er es mir nicht kurz ihm selber gegeben? Weird Flex. Ach ja, ein wundervolles Geschenk von unserem wundervollen Liga-Präsidenten. Oh, Verzeihung. Hier ist dein Geschenk. Ein Dauerpass für die Flugtaxis. Wie der Name schon sagt, kannst du mit den Flugtaxis fliegen und zwar an jeden beliebigen Ort, den du zuvor schon mal besucht hast.
habe nicht mal den ersten Orden, ich kann schon fliegen. Das ist nice. Wenn du die Dienste des Flugtaxis nutzt, wirst du von einem Kra... Was? Einen Kra... was ist das für ein Wort, Lennart? Was ist das für ein Wort? Ich kenne das nicht. Ja, der Pokémon ist ein Kram-Wort. Oh. Wirst du von einem Kramor schnurstracks an dein Ziel gebracht. Öffne über das Spielmenü die Karte und wähle, wo du die Reise hingehen soll. Ich zitiere aus der Anleitung des Flugtaxis. Bitte öffnen Sie das X-Menü und wählen Sie die Karte. Danach müssen Sie nur noch Ihr Ziel aussuchen. Guten Flug! Aber das Flugtaxi bringt dich wie gesagt nur an Orte, die du zuvor schon mal besucht hast. Wenn du als nächstes nach Turfield willst, musst du also erstmal zu Fuß dorthin. Nice. Oh, guck mal, ich werde angefeuert. Gucken wir nochmal ins Innen. Vielleicht ist hier noch jemand. Nur ein einsamer Mann. Ich habe mir extra Urlaub genommen, um mir die Arena-Challenge ansehen zu können. Cool. Oh, unser Tausch wurde abgeschlossen. Und wir kriegen... Oh, ein Dickter. Habe ich auch noch nicht in meinem Pokédex. Ist also sehr gut. So, aber Dickter wird auch direkt weitergetauscht. So. Zack, zack, zack. Ich bin ganz kurz auf Klo. Bis gleich.
den ganzen Tag in Teams guckst. Du mutierst langsam zu mir. Ich bin übrigens wieder da, falls es nicht aufgefallen ist. Na, schade, das haben wir schon. Zack. So. Was haben Sie denn zu sagen, Frau? Die Anhalter kämpfen unabhängig von der Rea-Challenge gegeneinander, um zu ermitteln, wer der oder die Stärkste ist. Oh, Item gefunden. Seidenschal. Item zum Tragen, ein kostbarer Schal, der Attacken vom Typ Normal verstärkt. Die Stärke eines Pokémons macht gewiss einen nicht unerheblichen Teil seines Reizes aus. Doch auch die Niedlichkeit trägt zum Gesamtbild bei. Die Arena-Challenge ist eine richtige Reise, auf der man die Region an der Seite seiner Pokémon erkundet. Und immer daran denken, der erste Schritt ist immer der schwerste. Alles Weitere ist danach nur noch halb so wild. Ach, ich wollte gar nicht mit dir reden. Da bist du ja! Du, ich hab die Idee. Wie wär's mit einem Trainingskampf? Du gegen mich. Geht klar. Das wollte ich hören. Wir müssen schließlich in Form sein, um nicht gegen die Konkurrenz abzustinken. Checken wir uns kurz was. Trainer Hopp hat dich herausgefordert. Fordert dich raus. So, dann kämpfen wir mal. Und machen eine schöne Aquavelle auf sein Level 11 Pokémon. Hm? Hui. Tschüss. Ich bin über der Welt. Ich one-shotte bei meinem Privaten alles, obwohl es nicht mal sehr effektiv ist. Und jetzt kommt das Pokémon, wo ich sehr effektiv gegen bin. Sein stärkstes Level 14. Sogar bei? Ja, das stand auch im letzten Teil schon dabei. Echt? Ja. Ich glaube sogar auch im vorletzten, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Oh, Wahnsinn, du hast die Wechselwirkung zwischen den Typen ja schon voll raus. Ja, wenn du dein Feuer-Pokémon in mein Wasser-Pokémon reinwechselst, weiß ich auch nicht Bescheid, du. Oh, Big Brain Level Up! Big Brain! Micro. Komm, wir nehmen mal ein anderes Pokémon. Micro ist Flug, ne? Hauen wir mal Leandros raus hier. In seiner Eisattacke sollte der da gut Chancen gegen haben. Was? Ich und du in der Klemme, nix da. So ein Sieg mit dem Rücken. Ah, okay, gut. Dann wäre halt nicht zu Ende. Kriegen vor lauter Anführung keine Beeren mehr runter. Es gibt Pokémon-Fähigkeiten, wo ich denke, echt, what the fuck. Es gibt die Pokémon-Fähigkeit Anspannung. Und die macht, dass das gegnerische Pokémon keine Beeren mehr runterkriegt. Pokémon-Trainer Hopp Hopps genommen. Das ist wohl, da ist noch wohl viel nach oben. Naja, ein gutes Training war es allemal. 1021. Ich glaube, ich bin einfach so überlevelt, weil ich so lange in dieser freien Zone rumgehockt habe und alles gefangen habe, was ich gesehen habe. Nicht schlecht, Rivale. Du hast ordentlich was drauf. Das muss ich hier lassen. Hier hast du meine Liga-Karte als Zeichen meines Respekts. Engine City war nur die erste Etappe unserer Inner-Challenge. Wir haben noch viel vor uns. Es ist ein weiter Weg bis zu der Stadt, wo der erste Arena-Leiter auf uns wartet. Aber eins weiß ich jetzt schon. Ich werde das durchziehen, knallhart, damit ich irgendwann den Champ zum Kampf herausbauen kann. Komm gleich wieder, bis gleich. Und dann schnappe ich mir den Titel. Ja, du hast richtig gehört, der nächste Champ will ich auch mal. Cool. Ich habe den komplett hops genommen, ne? Alle seine Pokémon gewonnen, shortet. Was soll ich sagen?
Einmal Pokémon heilen, bitte. So, da haben wir nur wieder Namen ändern. Ne, ich wollte nicht in die PC-Boxen, sondern ich wollte gucken. Pokédrops, genau. Wie sieht das denn aus? Noch 11 Stunden. Holy shit. Was habt ihr denn zu verkaufen? Etwas kaufen. Nichts, was ich will. Was hast du? Auch immer noch nur Pokebälle. Wie viel habe ich? 54. Damit komme ich erstmal klar. Oh, reden nochmal mit dir. Ich hole mich gerade von der Arbeit. Jetzt die Frage nur, was ich mir ansehen soll. Ein Arena-Leiterkampf oder ein Fußballspiel? Es gibt Dinge, die Pokémon gut können. Und die Dinge, die Menschen gut können. Wenn wir die Aufgaben aufteilen, ist alles nur erledigt. Heute hat mir mein Nebenjob richtig Spaß gemacht. Ich habe hart gearbeitet und wurde dafür reichlich entlohnt. So, wie kann man denn... Es gibt doch hier... Liga-Karte. Du kannst Pokémon bis Level 20 fangen. Ah, das ist cool gemacht, dass man... So. Dann würde ich sagen, gehen wir auf zur ersten Arena. Wenn ein Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Und bei Vergiftungen halt gegenhilft. Wenn du immer genug Items dabei hast, kommst du auch ohne Pokémon Center sehr weit. Skookapu. So, es wird wieder Zeit, Pokémon zu fangen. Obwohl, ich glaube, Skookapu habe ich, oder? Habe ich schon. Dann sage ich tschö. Ein Vulpix habe ich auch, ne? Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles für Pokémon habe. Da. Fliegen wir mal. Was bist du denn? Was bist du denn? Cortini! Habe ich, glaube ich, auch schon getauscht bekommen. Aber besitze momentan keins. Das heißt, ich werde dich fangen, wenn ich es kann. Klammergriff. Bitte sterbe nicht instant. Oh, sehr gut. Wolflaum. Initiative sinkt. Turbodreher. Initiative von Contini steigt. Wie viel Schaden macht das eigentlich? 15? Und der Klaps macht... Oh, scheiße. Nice. Das sollte genug geschwächt sein. Gesagt. Ich wollte schon sagen, du. Primärbälle, Pokebälle. Dann machen wir auch Pokeball. So, Cortini kriegt einen Spitznamen. Und zwar... Le Fleur. Le Fleur. Ich überlege, das sogar mitzunehmen, ne?
Sieht so aus, als ob es eine coole Entwicklung haben könnte. Gab es das Eis-Pokémon schon vorher? Weißt du was? Lennart? Gab es das schon in dem Teil vorher? Ich glaube schon, ne? Dann. Aber Eis. Das ist Eisgeist oder so später, ne? Glaube ich. Machen wir mal QB raus. So. Oh, ein Pokémon-Kampf. Gerne. Gerne, gerne, junge Frau. Na klar, du hast dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Gyromira setzt Vulpix ein. Ja, das war keine gute Idee. Das war auf jeden Fall keine gute Idee, da einen Vulpix reinzusetzen. Tschüss! Das ist effektiv. Oh, hat auch gute EP gebracht sogar. Gyromira wurde besiegt. Den Kampf habe ich verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht. Hm. Oho, die hat aber viel Taschengeld bekommen. 1008. Was? Habe ich glaube ich schon. Pam pam. Pam pam. Mein Pam pam heißt nämlich Pam pam. Item. Drei Heilbälle, ja, ich weiß schon, was zu tun, danke. Danke, danke. Billing. Ich lerne gerade alles über die Fremdsprachen, Computer und Pokémon. Schülerin Laura. Tja, tut mir leid, kleine Göre, aber das wird nicht gut für dich ausgehen. Auch wenn du ein süßes Pampam machst. Bam bam! Aquarelle. Bum. Pampam wurde besiegt. Alter, Maiko ist auch schon Level 18, krass. Wie verloren? Habe ich etwa nicht über die Pokémon gelernt? Hm. Ich hätte auch Taschengeld wie sonst was bekommen. 936. Entwicklung. Micro entwickelt sich. Zu. Der Micro hat sich zu einem Kranowitz entwickelt. Das scheint ein nicer Witz. Kranowitz wurde ein Pokédex-Eintrag gegeben. Es weiß, Objekte geschickt einzusetzen, so greift und wirft es zum Beispiel kleine Steine mit seinen Krallen oder wickelt Seile um Gegner. Cool. Das ist cool. Und Ratütox. Lennart, warum existiert dieses Pokémon? Oh mein Gott, ich weiß ganz genau, wie ich es benenne. So, du wirst gefangen. Gab's das auch schon vorher oder noch nicht? Okay. Lennart wurde gefangen. Stellt sich ins Landlord. Also sind wir mal true hier. Lennart ist dein normaler Name und Landlord ist dein Gamer-Name. Und nur dein Gamer-Name ist natürlich Trash, ne? Landlord. Du kommst in eine Box. Das ist auch mein Lieblings in dem Film.
Morphili. Nee. Du bist ja in jedem Game, glaube ich, nicht nur in League. Nee. Ah, das ist schon ein bisschen am Pop auf in letzter Zeit. Oh ja. Und dann wieder Zauber tauschen hier. Zack, zack. Für seinen Feuerheiler. Warum kriegst du so viele Feuerheiler? Obwohl hier nicht so feurige Pokémon sind. Das wundert mich gerade ein bisschen. Die Zickzacks sind aber auch ganz schön schnell, ne? Ah, jetzt habe ich zur Abwechslung mal einen Trainer entdeckt und kein Pokémon. Lass mich gleich mal gucken, wie stark du bist. Hast du Lust, zu Aldi zu steppen? Ja. Ach, für Döner oder so wieder? Uff. Salatbar, aha. Ja, da kann man sich ja so den Salat. Aber ich kann auch Aldi, wenn du irgendwas Aldi-spezifisches haben willst. Ja, schreibe ich dir dann, wenn du losgehst. Knospi, nein! Cortini. Martini war auch Pflanz, ne? Dann kommt auch Micro und setzt dann den meisten Pflücker ein. So, Kampf. Pflücker. Pflück, pflück, pflück. Nice. Mal kurz Discord. Okay, nichts Neues. Ach Menno, wie blöd, deine Pokémon sind einfach zu stark. Tja, ob du recht hast, hast du wohl recht. Ach, wo ist Sanya. Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Dein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du den Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp. Er kann einfach nicht chill stehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, ich kann dir etwas Interessantes erzählen. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten Rose. Oder genauer gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von Rose nutzt das Erz, das dort abgebaut wird, um Energie zu gewinnen. Rose spielt also eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe, aber er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier, dieses Fruchtseil hast du dir verdient. Ja, ich weiß schon, was du machst. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch gleich wieder fit machen. Danke, danke, danke. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehören eben auch zur Arena Challenge. Mach's gut. Unser Tausch wurde abgeschlossen. So, Zaubertausch. Mm-hmm.
So. Oh, Item. Ich habe dich gesehen. Ein Bell Elber. Von denen habe ich noch kein richtiges. Ich habe das mal einmal getauscht bekommen. Cloncat. Das ist nicht sogar mein Team auf. Das sah ganz cool aus. Kampf. Sehr effektiv. Das ist nicht sehr effektiv. Fangen wir mal den Klaps an. Blub. Rauchwolke. Ein Klaps. Blub. Sehr schön. Turbodreher. Initiative steigt. Und fangen wir es. Tiefschlag. Oh, das ist keine schlechte Attacke. Würde ich Klammergriff, glaube ich, zu weit machen. Ja. Tiefschlag. 70 Stärke. So. Cloncat. Wie nenne ich das? Ein guter Spitzname für ein Pokémon, was aussieht wie ein Stein Motorrad. Ein Stein Motorrad? Ja, ein Motorrad aus Stein. Rolling Stones. Ich glaube, es passt nicht ganz mal. Ich werde einfach mal zoomen. Zoomen! In mein Team. Was ist das? So. Lernbaus kommt leider raus. Stinky! Boop! Ja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt ein neues Pokémon. Ich möchte mein gesamtes Pokémon-Team nur aus neuen Pokémon haben. Ich glaube, jetzt habe ich auch alle neue. Flilo! Es geht los, Meme, du schaffst das! Tja. Erstmal eine Aquawelle. Tschüss! Ein Raffel. Setzen wir mal LeFleur ein. Weil ich kann nur Pokémon bis Level 20 fangen, aber ich habe schon Pokémon, die über dem Level sind. Lustig, ne? Aber nur das Fangen, nicht gehorchen, was ich auch interessant finde. Blattwerk, wie sieht das aus? Scheiße, mache ich weniger. Oh, das war noch ein Crit. Gut. Wir wechseln. Micro. Setz Decke ein. Das sollte jetzt nicht so viel machen. So, Kampf. Du kriegst einen schönen Pflücker. Oh, noch ein Pflücker. Das ist mir ist schnurzpieps egal, ob ich gewinne. Ich wollte dir einfach nur meine Pokémon zeigen und mein Taschengeld dir geben. So, ich wechsle mal generell mal Pokémon, weil ich glaube, unseren Starter haben wir jetzt erstmal genug trainiert.
Machen wir das mal so. Oh, ein Baum. Weiter schütteln. Ach, komm. Oh no. Ein Raffel. Wenn der Palm mit seiner Stärke und greift das Ziel an, die sagen uns unsere Stärke, je weiter die Chance, dass andere so wild sind. Und Gegenstoß war, wenn ich zwei als zweiter Angriff, ne? Drücke auf, handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich Stärke. Machen wir einfach wieder einen Pflücker. Oh, schöner Crit. Oh, Rasierblatt. Danke, endlich eine gute Pflanzenattacke. Luftduft kommt auf jeden Fall weg. So. Zack, zack. Und Prügler. Was ist das denn für eine Attacke? Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher die Anzahl der Angriffe. Auch interessant. Beutel. Dack, 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 dack. Prügler ist Unlichtattacke und kann keiner lernen. Cool. Warum kann mein Wasser-Pokémon keine Kaskade ernähren? Weird. Richtig weird. Richtig, richtig weird, um ehrlich zu sein. Spawnen hier noch andere? Oder? What is this? Thermopod. Furienschlag, I guess? Was ist das, Lennart? Was ist das? Alter, fünfmal Ehrenmann. Was hat das für Attacken? Ist das ein Feuer-Pokémon? Pokéball. Was ist das? Was ist das? No. Bling. Dun, 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 dun. Es ist Feuerkäfer. Coole Kombi. Mit dem entzündlichen Gas in seinem Körper erzeugt es Hitze. Die gelben Stellen an seinem Körper, an seinem Bauch werden besonders heiß. Das ist super. Super hot. Fire. Super hart! Das nehme ich doch mein Team auf, Alter. Das ist actually. Ja, was kommt nun raus, ne? Ich wollte schon fast Big Brain sagen. Tja, das ist zwar ein Small Brain Move, aber Big Brain kommt raus. I had to do it. So, kann ich mal kurz nochmal despawnen. Sehr schön, auch wieder hin. Ich sehe uns noch. Gibt es sonst noch ein Pokémon hier? Ah, Hatuhu Pampoli. Habe ich schon. I do have this one already. So. Ja, kommen Sie her, Herr Polizist. Ich stelle sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Der Polizist.
Alter, der hat doch einen kompletten Fake-Bart. Kannst mir erzählen, was du willst. Alter, Postbote Peter. Das ist ein eigenes Lebensorganismus. Ich schwöre, das Ding hat mehr Animationen als die Pokémon hier. Sein Bart. Nolibär, hi guys! Botogel kriegt einen Furienschlag. So. Dadadap. Zwei. Na, natürlich nur zweimal. Oh ja, gib mir ein Geschenk. Bitte ein heilendes Geschenk. Nein, schade. Ein damage-stockendes Geschenk. Nochmal Furienschlag. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und 5. Ach, ist fast tot. Schade. Und noch ein Geschenk. Oh, schon wieder eins, was Schaden macht. Ich setze mal Überheblichkeit ein, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht. Bling, bling, bling. Ja. Damit ist dein Botogel nicht mehr hier. Micros Level 19, jawoll. Zoomen, es reicht. Level 12. Postbote Peter besiegt. Da habe ich dir wohl versehentlich den Sieg geliefert. Oh, und vor allen Dingen 1344. Von 1 bis 100, wie gut ist es bis jetzt? Es macht Spaß, aber es gibt so... Irgendwie fühlt sich das nicht ganz richtig an. Also so ein paar Sachen fühlen sich komisch an. Aber es macht sehr viel Spaß. Ein Quiekel. Also gerade das Online-Feature, wo man andere Spieler sieht, das leckt auch manchmal. Das ist vielleicht nicht ganz so schön umgesetzt. Genau, also das Online-Feature, das leckt ein bisschen. Und ich weiß nicht, ich kann es nicht ganz beschreiben. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, das Online-Feature halt. Auch an sich halt. Also gerade dieses so Zaubertausch kannte man ja schon von alten Spielen. Es fühlt sich einfach ein bisschen komisch an. Mit der Liga-Karte zum Beispiel auch. Dass man einen Kartencode hat, um seine Liga-Karte weiterzugeben und so. Aber es macht sehr viel Spaß. So, haben wir hinter ein Item? Nee. Das Pokécamp von Lea möchte... Nee. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte hier eine Beere für dich, die du beim Kochen bestimmt gut gebrauchen kannst. Meine Beere. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers und sein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen, hier in meinem Pokémon-Camp vorbeizuschauen. Da, und diese Pokémon-Camps finde ich auch ein bisschen komisch, dass man hier Curry kochen kann und... I don't know. Bisschen komisch. Ich kann zum Beispiel auch meine Pokémon rufen. Oder ihre. Dann kann ich ein Spielzeug zücken. Hä? Titi-Du? Oh. Spielzeug wechseln. Ich kann auch einen Ball werfen. Ja, willst du einen Ball? Hol Ball. Oh, mein Pokémon ist besser als deine. Sehr gut gemacht. Ich kann auch reinzoomen. So. Ja, ich möchte das Camp von ihr verlassen. Und dafür kriegt man auch noch EP. Was auch ein bisschen weird ist. Aber ich habe gerade echt mal... Ne, wo ist es mit X? Ne. So, ich mache mich mal auch ein Poké-Camp auf. Dann kann ich mich zeigen, was man hier machen kann. Nämlich Menü. Dann kochen wir mal ganz kurz was. Ich möchte kochen. Und zwar kochen wir mal mit unserem Luxusapfel. Dann gibt's eine Latschi-Beere, Citru-Beere, eine Fabia-Beere, eine Maron-Beere, Bremsi-Beere, Pisif-Beere, Amarena-Beere und ein paar Siegelbeeren. Ja, dann kochen wir mal. Oh. Ganz viel Luft zufächern.
Damit das schön heiß wird, das Feuer. So, schönes Feuer. So, gut umrühren. Wir dürfen nicht zu schnell umrühren, weil sonst flapscht mich ein bisschen von unserer Suppe hier raus. Isst du das noch? Ja, klar esse ich das noch. Das ist auch noch nicht mal fertig. So. Oh. Ich wusste nicht, dass das auch noch so eine Zeit braucht, bis das dann in den Kreislauf ist. Guten Appetit! Aber natürlich esse ich das noch so. Schmeckt auch lecker. Herbs Apfelcurry. Oh. Oh! Sehr lecker. Güteklasse Hokumil. Okay. Alle KP wurden wiederhergestellt und Schadensprobleme überhoben. Dein Team haben viele Erfahrungspunkte erhalten. Deine Team-Pokémon sind etwas zu teurer geworden. Ich glaube, ich koche direkt nochmal. Und zwar ein bisschen Toastbrot kochen, ne? Ein Silbeeren-Toastbrot. Lecker, lecker. So. Toastbrot. Ganz viel Wind zufächern. Oh. Rühren. Oh. Ja, schön umrühren, schön umrühren. Und fast in dem gelben Zoll gehabt. Aber auch nur fast. Guten Appetit! Close, lol. Toast Curry. Wow, es ist immer wieder Curry. So. Güteklasse. Oh, schon wieder Hokumil. Ja. Das ist mal Toast. Mal gucken, wie viel EP meine Pokémon jetzt bekommen, weil ich den Curry gekocht habe. Och, ist gar nicht mal so wenig. So, weiter geht's. Oh. Der kleine Junge. Ich werde verdrechen. Je nachdem, was für ein Typ ein Pokémon angehört, ist es im Kampf entweder im Vorteil oder im Nachteil. Finn fordert mich heraus. Thermopod. Schade, ich wünsche halt meinen Wasserstarter gerade vorne. Hätte ich mich schöne Aquaknarre auf dem kleinen Käfer gemacht. Ach, war nur ein Pflücker, weil es Käfer ist, ist auch sehr effektiv. Dann mache ich Pflücker. Boom. Weg ist es. Oh. 18, Level 13, Level 13. Kerada. Hat mir gar nichts, das Pokémon. Ich lass mal meinen Flugunlichter, ne? Kerada. Was ist das denn? Sieht aus wie ein Käfer-Pokémon. Ich setze jetzt mal wieder Pflücker ein. What is this? Konfusion, nein, nein. Okay. Hat nicht zu viel wehgetan. Da machen wir nochmal Pflücker und dann ist es weg. Sieht das so komisch aus. Gehst du den? Okay. Dann schreibe ich dir kurz. Super Hot Fire Level 14. Wenn man jemanden herausfordert, der älter ist, fühlt man sich im Nachteil. Ach ja, gib mir dein Geld. So.
Spielen kurz. Oh, wir haben wieder einen Zaubertausch bekommen. Gucken, gegen was wir unser Creakle hier tauschen. Gegen Skunkapo. Auch sehr gut. Ja. Bei dem Grießbrei nehmen immer verschiedene Sorten, ne? Außer Kirsche. Kirsche mag ich nicht. Der Rest ist, ja, ne? So. Was haben wir denn hier? Bis gleich. Nicht sehr effektiv. Machen wir mal Gegenstoß. Hoffentlich macht das fast Hälfte. Ein Kleinstein auf dem Rad, Pork. Ja, habe ich auch schon gefangen. Habe ich, glaube ich, auch in meinem Team. Das ist, ja, ne? Ein Mountainbike. Verdammt, ich hätte es Mountainbike nennen sollen. Das wäre viel besser. Ich habe meins jetzt, glaube ich, Zoomen oder so genannt. Weil er so schnell fährt. Mountainbike wäre natürlich super nice, ne? Weil. Ja. Meins heißt Zoomen. Da gibt es so einige weird Pokés. Ich habe auch schon ein paar gesehen. Oh, ein Supertrank sogar. Nein, ich wollte nicht dich. Ah, nee, ich hab sogar. Klicklack. Oder Klick. Ich weiß nicht, wie du heißt, Klicklack. Noch Überheblichkeit. Ich hoffe, dass es nicht stirbt oder. Achso, es ist noch gar kein Dingens-Typ, ne? Ladevorgang. Die Animation sieht super cool aus von dem Pokémon, ne? Oder kommen jetzt nur so vor? Also die Animationen, zumindest haben sie richtig gut gemacht bei Klick. In diesem Teil. Donnerschlag. Oh, das tut weh, das tut weh, das tut weh, das tut weh. Hör auf, hör auf, hör auf. Wir fangen dich. Los. Guck mal los! Perfekt. Stahl. Seine zwei Teile stehen einander näher als Zwillinge. Eine andere Kombination würde nicht halb so gut ineinander greifen. Insgesamt, was ich bis jetzt gesehen habe, sah ganz gut aus an Grafik und so. Ja, fand ich auch. Ich meine, es ist immer noch kein Open World 3D Online Pokémon, aber es ist schon nicht schlecht. Wie nennen wir ihn denn? Ich nenne ihn mal geschmiert, weil die Zahlen ja laufen wie geschmiert, ne? So, gut. Na, ja, hier ist nichts. So. Ne, ist auch wieder nur ein Klick, okay. Ich habe noch nicht mal den ersten Arena-Orden und hat trotzdem schon meinen Starter auf, ja, auf Level 24 und auch schon richtig viele Pokémon gefangen. Das finde ich auch ein bisschen nicht schlecht, aber auch nicht so gut am Spiel, ist, dass man zu schnell levelt, weil halt alle Pokémon dann dauerhaft alle im Team EP bekommen. Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles Pokémon-Center. Die Galamine 1 ist ja schließlich nicht gerade ein Zuckerschlecken. Warte, ich pimple dein Pokémon wieder auf. Kannst du jederzeit ansprechen, wenn du wieder Hilfe brauchst. Oder mach ich. Ich merke schon, das erste Mal war umsonst und jetzt bald, wenn ich meine Pokémon heilen will, bei ihr, muss ich immer bezahlen. Ne? So.
Die habe ich beide nicht. Obwohl, doch, Dicta habe ich schon mal gefunden. Über Zaubertausch, aber nur. Kann ich selber gefangen. Aber Pack die Balk habe ich noch nicht. Ob das ein Pflücker überlebt, ich will es nicht probieren. Gegenstoß. Okay. Das ist ein bisschen sehr wenig Schaden. Und Steinwurf macht viel Schaden. Es ist nur ein Pack die Balk. Ich soll es eigentlich so fangen können, oder? Hoffentlich, bitte. Bling. Oh, okay, gut. Alter. Machen wir noch Fugelnschlag. Was passiert? Furienschlag. Danke. So. Zwei getroffen. Natürlich nur zweimal getroffen. Furienschlag. Eins. Zwei. Wieder nur zweimal. Jetzt sollten wir es aber gefangen bekommen. Hoffentlich. Pokéball, los! Bing. Bling. Blub. Katsching. Pack die Ball. Oh, Zoom ist Level 14. Sehr schön. Ja. Das wird der gute alte Holzkopf. So, zack, 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 zack. Der gute alte Holzkopf. Du kommst in eine Box. Ich möchte nämlich mein Team, mit dem ich hier rumlaufe, immer nur... Obwohl, den Diktar brauche ich gar nicht mehr, habe ich ja schon gefangen. Ich möchte mein Team immer nur aus den neuen Pokémon bestehend haben. Einfach um zu sehen, was die so machen und wie die sich entwickeln und so. Wir heilen uns aber noch einmal draußen, weil Paktibike hat meinem Fogel schon ein bisschen zugesetzt. Ja, komm, heil mich. Artefakt sogar noch nicht mal. Auch interessant. Paktibikes hier. Ja, ich habe hier ein Item gesehen. Sternenstück. Das gibt Geld. Das gibt Geld. Sieht schon nicht schlecht aus, ne? Ich meine, ich könnte überall die Kamera auch bewegen, aber... Das ist noch Wunschdenken. Mein Partner und ich sind ein Dreamteam, sowohl auf der Arbeit als auch im Kampf. Tipptopp wird das. Also ich muss sagen, die Bärte in dem Spiel sehen aber echt komisch aus. Der mit seinem Stoffelbart sieht wie aufgemalt aus. Und der andere Typ, den wir mit Bart bisher gesehen haben... Der hatte einen so buschigen Bart, dass der eine eigene Animation hat. Ja, machen wir mal einen Gegenstoß. Ich glaube, gegen den ganzen Boden- und Gesteins-Pokémon soll ich mal meinen Pokémon wechseln zumindest. Verteidigung sinkt und Initiative steigt. Das ist gut. Oh, steigt stark sogar. Das ist sehr, sehr gut. Weil wenn der schneller ist als ich, dann macht meine Attacke doppelten Schaden, mein Gegenstoß. Ist immer noch nicht schneller als ich. Härtner, ja, mach mal. Und Gegenstoß. Ich bin immer noch schneller als das Ding. Mein Kurs wäre 20. Dirk, es tut mir leid. Okay, das war nicht ganz so traumhaft. Oh, 1400. Ich habe dem armen Arbeiter seinen letzten Lohn entzogen, ey. Ich fühle mich nicht gut dabei. Da fühle ich mich nicht gut bei. Elektro ist nicht schlau. Ich muss wahrscheinlich... Le Fleur ist noch so niedrig vom Level her, ne? Ja, komm, tun wir mal Le Fleur rein. Und gucken, was wir denn getauscht bekommen haben. Tschüss. Tschüss, Stinky. Weg mit dir. Und ich kriege... Oh, ein Motorhut.
So, zack. Direkt weiter tauschen. Tschüss, Rudolf. Ja. Speichern und Zaubertausch. Und weiter geht's. Hab ich da ein Item gesehen? Nee. Ach, der Tausch ist direkt wieder abgeschlossen worden. Oh. Nee, hä? Schon auch wieder Tausch abgeschlossen, oder? Ja, steht da. Okay, Spiel, komisch. Da ist ein Item. Ich glaube nicht, dass ich dich übersehen habe, du. Drei Superbälle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ach, ich will noch gar nicht raus. Ich möchte noch weiter in die Mine rein. Ich habe gedacht, das wäre der falsche Weg, weil er halt einmal so rumgeht. Aber anscheinend ist das hier der falsche Weg. Hallo. Wer auf der Arbeit ordentlich was schaffen will, muss regelmäßig trainieren. Arbeiterin Larissa. Pack die Bike. Habe ich was Gutes gegen Pack die Bike? Ich glaube nicht, ne? Machen wir mal Rasierblatt. Fußkick. Aua! Okay, Pokémon muss gewechselt werden. Und es kommt rein Micro. Für eine Flugattacke auf das Kampf-Pokémon. Klaps. Plopp. Also manche Animationen sind echt mit Liebe gemacht. Die sind schon süß. Bei Pack the Bike, dass er das Holzding so nimmt und dann macht. Ist schon lustig. Tada. Das Level 14. Nochmal ein Pack die Bike. Ja gut, dann bleibe ich drin. Pflücker. So. Ich spiele schon wieder fast 2 Stunden, ey. Noch ein Pack. Sag mal, hat sie nur Pack die Bike hier gefangen? Ach, junges Fräulein, wissen Sie denn nicht, dass ein bisschen Variation im Pokémon-Team dabei hilft, Kämpfe zu gewinnen? Crit hätte ich nicht mal gebraucht. So. Ja, geben Sie mir bitte Ihren Arbeiterlohn, ne? Das war eine lehrreiche Trainingseinheit. 1400, oh, schütt mich mit Geld zu. Lecker, lecker. So, ist jetzt der Tausch abgeschlossen? Okay, jetzt ist er richtig abgeschlossen. Gut, gut. Tschüss. Das nervigste Pokémon, ey. Was es überhaupt in Pokémon gibt. Ich dachte, Bidizar wäre das Schlimmste, aber das ist nochmal Bidizar, nur noch schlechter. Ein noch schlechteres Bidizar. Wie? Hä? Wer hat sich das ausgedacht? Tschö. Geh weg. Da hätte ich lieber einen Carpador auf Level 1. Als dieses Scheißding. So. Alter. Okay, Masse. Muss nicht sein. Ja, ich weiß schon, was das macht. Danke, danke. Und hier ist noch ein verstecktes Item. 16 Sternenstaub. Das bringt natürlich gut Geld ein. Da sage ich nicht nein zu. Alter, die Höhle geht ja richtig weit. Habe ich hier eben ein Item gesehen? Da. Granitstein. Sehr schön, sehr schön. Macht das Sinn, ein Pokémon das Item zu geben? Ja, ich muss hier, ne? Attacken von Typ Gestein geben wir mal unserem Zoomen. Ja, machen wir das. Hallo. Arbeiterin Luisa. Ich habe keinen
pack die Bike. Ah, Dick da. Das ist gut. Dann können wir auch unseren Lefleur ein bisschen leveln. Kampf, Rasierblatt. Oh, recht. Da bin ich aber erstaunt. Natürlich schräg ich zurück. Hm. Heuler. Oh. Natürlich überlebt Dick da. Kriegst du noch ein Blattwerk. Wo ist meine Maus? Da. So, so. So. Blattwerk. Superhot Fire Level 15. Flammenrad. Was? Wie viel Schaden macht? 60. Jetzt schon. Dann mach das dafür weg. Alter, krass. Flammenrad so early schon. Gefällt mir. Flammenrad war damals so die geilste Attacke, die man auf. Wie heißt denn dieses Affen-Pokémon da bekommen kann? Steinpolitor. Nein, danke. Rotomorph, Rotomorph, Rotomorph. Ist, glaube ich, auch gut für uns, oder? Sieht das süß aus. Turbodreher. Oh nein, Lefleur stirbt gleich. Nein, nicht Lefleur. Blattwerk, wie viel Schaden macht das denn? Nicht so viel. 40. 55. Ich hoffe auf einen Crit einfach. Oh, nur noch 6 Leben. Rasierblatt. Natürlich kein Crit. Dann müssen wir Pokémon auswirken. Ich hätte auch Gesang machen können, ne? Dann muss wohl ein Meme rein, ne? Es tut mir leid, Rotomorph. Aber wenn du so böse bist, dann hol ich halt mal ein überleveltes Pokémon mit guter Entwicklung und guten Item raus. Und gib dir eine schöne Aquawelle. Tschüss. Ich bin immer noch schneller, obwohl er so oft seine Initiative erhöht hat. Wie viel erreicht Level 15? Deine Pokémon würden sich auch hervorragend in meinem Team machen. 1500. Gib mir das gesamte Geld. So, wir heilen. Wir heilen mal. Kurz ein bisschen. Zwei Tränke auf Lefleur. Dann geht's weiter. Oh, haben wir auch wieder unseren Zaubertausch. Ein Blanas. Senat hier. These nuts. Oh, sehr schön. Oh. These nuts. Got him. Schon lustig, wie manche Leute hier Pokémon benennen. So. Hier kann man runter. Nee. Sieht so ein bisschen aus, weil ja die. Diese Streben hier nicht sind. Und jetzt noch dieses Item hier. Das ist ein Äther. Nein! Komm her! Oh. Verdammt. Willst du etwa hier durch? Na, das würde ich mir an deiner Stelle nochmal gut überlegen. An mir kommt kein Trainer. Der Besitz eines Wunschsterns ist ungeschoren vorbei. Cool, und das Pokémon ist jetzt verschwunden, was ich haben wollte. Na, und ich laufe in irgendein anderes. Na, Flucht.
Dich habe ich schon, pack die Ball weg. Oh, hier ist auch noch ein Item. Ein Beleber. Und der Tauschschloss schon wieder abgeschlossen. Tut mir leid, aber ich muss die ganze Zeit Zaubertausch machen, weil ich finde das Feature einfach zu lustig. Ein Vulcano! Wow. Nicht schlecht. Dass Leute auch gute Pokémon schicken, das ist cool. Vulcano wurde im Pokédex eingetragen, ja. So, bevor ich weitermache. Schicke ich das Vulcano an einen anderen Glücklichen da draußen. Ja. Zack, zack, zack. No, er hat mich erwischt. Da bin ich extra hier, um nach Items zu suchen. Und was finde ich? Einen Trainer! Links neben dir liegt einfach ein Item. Guck einfach zu deiner linken Seite. Mann. Ein Klonkett. Rum, 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 rum. Also das Pokémon finde ich schon ganz cool. Also dieses Radgestein-Pokémon. Der gute alte Mountainbike. Ich glaube, die Entwicklung haben wir gerade gesehen auf den Schienen. Auch nochmal Rasierblatt hier. So, wie kann mein Pokémon noch langsamer als... Ah, wohl nicht. Und der hat ein Rad. Es könnte sein, dass es schnell ist. Okay, okay, okay. Dass der hohe Initiative hat, habe ich gar nicht geguckt jetzt. Oh. Erfahrungspunkte erhalten. Mit meinem Item hätte ich den Kampf bestimmt noch herumreißen können. 1500, boah. Die geben mir einfach alle zu viel Geld. Ein paar Plateauschuhe. Der Träger wird nicht mehr durch Fallen und andere Objekte beeinträchtigt, die auf dem Boden liegen. Ach so, für Pokémon. Okay, macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Dass dann Tarnsteine nicht wirken und sowas, okay. Naja. So, zwei Supertränke. Muss ich denn meine Pokémon überhaupt heilen? Ja, nee, muss jetzt nicht sein. Aber ich speichere mal und dann kümmern wir uns um diesen geheimnisvollen Geheimtrainer da vorne. Du bist doch derjenige, der vom Champ für Arena gechallenged empfohlen wurde. Habe ich recht oder habe ich recht? Wie armselig. Jetzt hör mir mal gut zu. Der Liga-Präsident ist tausendmal wichtiger als der Champ, kapiert? Ich habe eine Empfehlung vom Liga-Präsidenten. Das heißt, ich bin auch tausendmal wichtiger als du. Falls dir das gerade zu hoch war, demonstriere ich dir meine Überlegenheit jetzt im Kampf. Pokémon Trainer Betsy. Ne, Betis. Betis. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Ich nenne jetzt einfach mal Betsy. Das ist nämlich ein Mädchenname und er sieht ein bisschen aus wie eine alte Oma von hinten. Also heißt er jetzt Betsy. Monozyto. Alter. Junge, was hast du denn für Pokémon-Vorlieben? Was ist denn los mit dir? Was kann das Ding überhaupt? Ich mach erstmal Gesang, dann gucken wir mal. Konfusion. Au, 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 au. Okay. Das tat weh. Das hat Aua gemacht. Gesang natürlich verfehlt. Oh, nochmal Konfusion, ich bin tot, ne? Oh. Ein Leben unverwirrt, Gesangzeit. Natürlich. No! So, was machen wir denn? Machen wir das mal. Kann ja nicht schaden, mit meinem OP-Pokémon zu kommen, ne? Kampf, Aquaquelle und das wird halt. Gefühlt schon One-Shot, oder? Das ist ja lächerlich, wie stark der Starter ist. Ich muss deinem Pokémon ja auch die Gelegenheit geben, sein Können zu zeigen.
Molimorba. Das hört sich nach einem Käfer an. Holen wir mal Super Hard Fire raus. Mit dem habe ich mich noch gar nicht gekämpft. Und ist schon süß. Schon so ein kleines Käferchen. Molimorba, okay. Hm. 60, 100. Ah, Flammenrad. Spaßkanone. Was sinkt? Angriff. Und Verteidigung, scheiße. Oh, Flammenrad. Biss. Nochmal Spaßkanone. Nein! Nein, kitzel mich nicht! Nochmal Biss. Psychstrahl. Oh. Das tut weh. So. Einen Biss noch. Ah nein, der macht Spaßkanone. Das heißt, ich muss zwei Bisse machen, oder? Ne, okay. Hat geklappt. So. Genie erreicht Level 19. Primova. Das sind alles Pokémon, die mir nichts sagen, ne? Überhaupt nichts sagen. Ich hole einfach meinen Starter raus. Der sollte alles regeln. Der regelt alles, sag ich dir. Alles. Der macht alles kaputt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Lass mich Sachen mit meinen Best-Pokémon werden oder so. Keine Ahnung. Was ist das denn? What? Tiefschlag? Oh, okay. Wir werden nie erfahren, was das Ding drauf hat. Ich habe mir schon fast gedacht, dass er jetzt wieder ein Psycho-Pokémon ist, so wie der Typ aussieht und was er bisher für Pokémon hatte. Tada. Betsy besiegt. Verstehe. Na, was soll's. Ich habe auch nicht ernst gemacht. Oh, gib mir dein Geld, Junge! Oh, das will ich so lecker ausgeben. Erstaunlich, ich hätte nicht gedacht, dass du überhaupt dazu fähig wärst, dich zu wehren. Aber jetzt kenne ich deine Tricks und Strategien und ich vergesse nichts. Sollten wir uns hier in einem offiziellen Kampf begegnen, hast du keine Chance gegen mich. Wie dem auch sei, ich habe alle Wunschsterne, die es hier drin gab, bereits eingesammelt. Höchste Zeit, dieses Loch zu verlassen. Ich freue mich, wenn ich ihn wieder in den Hintertreten kann, ne? Ein Säckchen Sternenstaub. Und sonst nix. Okay. Okay, weiter geht's. Oh, ich glaube, das war doch die richtige Richtung, oder? Ja, sieht sehr danach aus. Na, wo ist wieder rein? Ja. Okay, hier geht's also weiter. Das heißt, wir gehen noch einmal zurück. Ja, danke. Tschüss. Wir gehen noch einmal zurück und gucken, ob da hinten noch was lag. Mal, hat da was geleuchtet oder habe ich mich verguckt? Ich habe mich verguckt, okay. Bin back, willkommen zurück. Nein! Schon wieder. Nein, komm her. Bin ich schnell genug? Rotomorph? Habe ich glaube ich noch nicht. Rotomorph! Los, Le Fleur! Ne, habe ich noch nicht gefangen, das heißt, wir fangen das jetzt. Hoffentlich. Extra die etwas schwächere Pflanzenattacke, damit es auf jeden Fall nicht stirbt. Nice, das können wir jetzt sogar nochmal machen. No. Warum hat sie jetzt mehr Schaden gemacht? Naja. Wir finden bestimmt noch einen Rotomorph. Nein, ich wollte die Fledermaus.
Na, komm. Da, so. Diese Fledermaus-Ding habe ich auch noch nicht. Flickneul! Versuchen wir erstmal einzuschläfern. Jawohl, sehr schön. Nenn dein nächstes Elektro-Pokémon DSL-Modem. Wenn mir kein besserer Name einfällt, auf jeden Fall. Und ich hab verfehlt. Wow. Winschen. Oh. Aua, 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 aua. Oh. Das hat wehgetan. Das hat in der Tat wehgetan. Und ich mach gar keinen Schaden. Komm, Superball. Fang es. Bevor es mich tötet. Komm. Nein, es tötet mich. Nein. Oh, ne, Anziehung. Nochmal ein Superball. Nimm mich die nächste Runde. Ich hab dich schon wieder ausgewechselt. Du bist schon gar nicht mehr im Team. Oh, verdammt, das ist immer noch nicht drin. Und ich sterbe. Nein! Ich hab dich durch ein Pokémon ersetzt. Und was zeige ich hier jetzt? Warte. Nächstes Pokémon rufen. Nämlich durch ihn hier. Zoomen! Oh. Machen wir mal Katapult. Sehr schön. Warum hat das jetzt so viel Schaden gemacht? Alter! Krass, krass. Ja. Zwei. Drei. Klick! Sehr schön. So, du bist. Nee, du bist. Flauschig! Flau. Nee. Flau schick. So. In eine PC-Box. Tausche mich durch Big Brain oder Super Hot Fire, muss leveln? Nee. Das Problem ist, dich haben wir nach diesem Eis, nach dem Eis-Pokémon benannt. Und das Eis-Pokémon gab es auch schon in einer alten Edition. Nämlich in Pokémon Sun und Moon. Genau. Ich glaube sogar auch schon in X und Y, aber ich bin ja nicht ganz sicher. Und ich wollte mir ein Team erstellen, nur aus neuen Pokémon. Also nur aus den Pokémon, die aus dieser Edition kommen. Deswegen habe ich auch das Vulcano hier wieder weggetauscht, weil das gab es sogar schon in der ersten Edition. Von 1996, glaube ich, war es. So. Tauschen wir ihn hier wieder. Zack. So. Einmal durch die Höhle. Nee. Komm da nicht hinterher. So. Und dann nehmen wir den anderen Ausgang hier. Und wir haben hier Felswurf. Oh, das ist gut. Da
das gut. Das bringen wir, glaube ich, auch direkt. Wie viel? 25. Das bringen wir auch direkt unserem Zoomen bei. Ja. Und zwar für Rauchwolke. Das braucht er nicht. Muss leveln. Wenn ich jedes Pokémon leveln müsste, dann würde ich hier nie fertig werden. So. Kiesling. Komm mal her. Weil du gibst mir ja Watt, wenn ich dich töte. Oder fange. Ich glaube nur, wenn ich ihn töte, oder? Probier mal bis. Okay, das bringt nicht viel. Dann wechseln wir das Pokémon. Ich muss am meisten leveln. Ich bin beste, bin geiler. Ja. Tarnsteine, haha. Eine Runde zu spät. Die bringen dir nichts mehr. So, und zwar kriegst du eine Aquavelle ab. So. Zack. Kiesling wurde besiegt. Und wie viel Watt kriege ich? 190, sehr schön. So, Fleckneul habe ich ja jetzt auch. Ich wollte noch irgendeins. Genau, da. Nein, ich habe das Falsche, oder? Ja, natürlich das Falsche. Dich habe ich schon. Dich will ich nicht. Flucht. Ich will das, was neben ist. Komm schon. Nee. So. Kampf. Biss. Gucken wir, wie Schaden das macht. Ja, das ist ordentlich. So, noch ein Biss. Und dann fangen wir dich. Pokéball. Eins. Zwei. Drei. Du kannst dir mal einen Namen für Rotomov hier schon mal ausdenken. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Ich meine, Mauli wäre einer, aber weiß nicht. Fällt dir ein besserer ein? So. Wie nennen wir ihn denn? Rotorkrallen. Passt das? Das passt perfekt, ne? Rotorkrallen. Sehr schön. So. Aber Rotorkrallen kommt auf die Box. Ich laufe jetzt immer auf den Schienen, damit mir dieses eine Pokémon eventuell entgegenkommt. Ist Epic Name, ja. Also mir wäre zumindest kein besser eingefallen. Ich hätte die Mauli genannt, aber das ist ja... Pff. So wird man ja jeden Maulwurf nennen, gefühlt. Komm, heimlich mal. Route 4. Hallo. Durch gemeinsames Spielen und Kochen beim Pokécamping werden Pokémon zutraulicher. Wenn du Lust hast, kannst du bei meinem Pokémon-Pokécamp einen Besuch abstatten. Jo, möchtest du dich dazu gesellen? Natürlich. Sag mal, wie sieht denn ihr Pokécamp aus? Wait, sie hat einfach so ein Ding ins Pokémon. Wait, this is no Pokémon? Das ist ein Trainer. Guten Tag, Pikal.
Er ist stolz auf seine Stärke, nicht wahr? Können wir mit dir reden? Ja. Guten Tag. Traslala hat das Wesen sagt. Ist das nicht toll? Ich mache mal Menü. Ich koche mal was. Boah, ich kann Curry-Decks ansehen. Toast-Curry, Pilz-Curry und so weiter. Okay. Momentan habe ich zu wenig Sachen zum Kochen, deswegen. Also zu wenig Beeren zum Kochen, deswegen mach ich es erstmal nicht. Na. So ein. Squovet. So, gleich weitertauschen. Tipp, 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 tipp. So. Oh, hier liegt ein Item. Geheimnis. Eine Portion Energiestaub. Bitteres Medizin, das die KP um 60 hebt. Okay. Apropos Bären. Sehr schön. Hier sind wieder ein paar Bären. An Bärenbonn schütteln. Ja. Weiter schütteln. No. Aufhören. Dein, was? Nenn ein Dick da. Glaub, falsch geschrieben. Dick there. Ich glaube, ich habe schon einen Dick da gefangen. Ich bin mir aber nicht sicher, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich schon einen Dick da gefangen habe. Wenn ich einen sehe, sehe ich nochmal, ob ich das schon gefangen habe oder nicht. Wenn ich es noch nicht gefangen habe, dann kann ich es so nennen. Wenn ich mich noch dran erinnere. Das ist natürlich auch wieder die Frage. Kommen auch Pokémons aus dem Baum. Doch, doch. Die, wenn ich lang dran schüttel, dann kommt so dieses Eichhörnchen-Pokémon raus. Aber wenn man zu lang dran schüttelt, dann frisst das ganze Pokémon auch die Beeren. Deswegen höre ich immer nach einer Zeit auf. Ist auch schon zweimal passiert mir. Also, So, Pokémon-Züchter Alex. Wait. Ist das Mauzi? Was ist mit Mauzi passiert? Der hat ja einen neuen Haarschnitt. Was ist mit Mauzi passiert? Hallo? Mauzi setzt Kratzer ein. Der hat auch einen dicken Bart bekommen, ne? Harte Zeit hinter sich. So. Alter, warum sieht Mauzi so aus? Hör auf, warum, wer hat das gemacht? So, zoomen muss ein bisschen leveln. Ist noch ein bisschen unterlevelt. Was haben wir denn? Es ist alles nicht sehr effektiv. Okay. Du kommst wieder raus. Hol mir mein starkes Pokémon raus. Setz Heuler ein. Ich muss auch leveln. Nee, musst du nicht. Du bleibst in der Box. Lern raus. Bin unterlevelt. Schön, Mauzi. So, was hat er denn noch? Smetbo. Smetbo, da kann zoomen aber rein, weil ich glaube, das ist, zählt auch als Flug oder ist es nur Käfer, Smetbo? Ich muss raus, raus aus der, aus der Box. Nee, nee, du bleibst ja schön drin. Du musst, irgendjemand muss ja Wache halten an der Box. Ne? Felswurf. Fadenschuss. War sowieso schon langsam. Das bringt nicht viel mehr.
Oh, Felswurf bringt aber viel. Tschüss. Das ist sehr effektiv. Zweimal getroffen. Smetbo wurde besiegt. Und der Fleur erreicht Level 16. Kanon. Ach, Kanon. Angriff mit Gesang. Sinkt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. Ah, wenn man zwei hat, dann geht das okay. 60 Schaden macht das. Doch. Machen wir mal Rasierblatt ist halt auch gut. Todrim auch. Ich mach mal Gesang weg. Samurzel. Ja. Samurzel, da kommt Super Hot Fire rein. Nach dem Kampf mache ich aber auch erstmal eine Pause. Ein bisschen frühstücken um 15:30 Uhr. Und dann stream ich weiter, später nochmal weiter. So, Samurzel. Na, der Interview. Oh. Erfahrungspunkte erhalten. So. Gut. Heilen wir unsere Pokémon und dann mache ich auch erstmal für heute, also nee, nicht für heute, aber für jetzt erstmal Pause und spiele dann später weiter. Ja, komm. Oh, unser Tauschbon noch abgeschlossen, den nehme ich noch an. Was ist das denn? Auch wieder ein Pokémon, was ich überhaupt nicht kenne. Kann auch sein, dass es neu ist. Spiel gleich Smash. Viel Spaß auf jeden Fall. Oder geh mit. Ach so, ich soll Smash spielen. Nee, gleich spiele ich auch weiter Pokémon. Oder ich gehe erstmal jetzt essen. Gut. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich. 55 Pokémon haben wir schon gefangen. Sehr gut. Bis dann. Tschüss.